In diesem Video soll es darum gehen, eine reelle Zahl, die zur Basis 10 gegeben ist, in einer anderen Basis darzustellen. Dafür haben wir den Algorithmus 3.3, der dies tut, und den möchte ich mit Ihnen durchgehen. Aber zuerst auch einmal das vorhergehende Beispiel anschauen, dass wir die Schritte, die zu tun sind, noch einmal verinnerlichen. In dem Beispiel war die Zahl 0,1 gegeben, 10er Basis. Und das Erste, was man bei dieser Umrechnung tun sollte, ist den ganzzahligen Anteil abzuspalten. Den haben wir schon mit einem anderen Algorithmus umrechnen können. Hier ist es die 0, da muss man nichts tun. Aber prinzipiell den abzuspalten ist sinnvoll, weil es das Schwierige und das, worum es in dem Algorithmus 3.3 hauptsächlich geht, ist den Nachkommaanteil darzustellen. Ja, das, was hier steht, ist ja ein 1 mal 10 hoch minus 1, also ein Zehntel. Das soll zur Basis 2 dargestellt werden. Also was wir jetzt schon haben, ist z ist 0 plus diese Darstellung, Basis 2 wie gesagt. Und die Frage ist, welche Ziffern brauchen wir hier? Welche Ziffern ergeben uns die Gleichheit? Gut, Vorgehensweise ist, man nimmt den Rest, der da ist, spaltet die erste Ziffer, die noch nicht bekannt ist, ab. Das ist also hier z minus 1. Passen Sie auf, die Indizes sind negativ, weil wir nach dem Komma sind. Mal 10 hoch minus 1. Und das ist diese Summe, die rauskommt. Und die Vorgehensweise ist immer die gleiche. Wir multiplizieren mit der Basis durch. Die linke Seite und die rechte Seite. Wenn wir das tun, erhalten wir hier 0,2 auf der linken Seite. 0,2 auf der linken Seite. Und hier ist die Ziffer alleine dastehend. Plus die Summe, die noch übrig ist. Nun ist es so, dass diese Ziffer in der Basis 2 nur 0 oder 1 sein kann. Wenn sie 1 ist, ist es zu groß, weil das ja alles positiv ist, also muss sie 0 sein. Fertig. Wir können also immer schauen, welche Ziffern sind möglich, vergleichen das mit dem, was links steht und bekommen heraus, was es ist, was die Ziffer ist. Noch einfacher ist es, Sie nehmen das, was links steht und runden es einfach ab. 0,2 abgerundet zu 0, das ist das, was hier steht und der Rest ist in der restlichen Summe enthalten. Also, die Ziffer kennen wir. Von der Summe, die noch übrig ist, von der Reihe, die übrig ist, spalten wir die nächste Ziffer ab. Sie sehen, sie genauso aus wie oben drüber. Linke Seite ist ein bisschen anders. Und hier beginnt jetzt die Reihe erst bei 3. Multiplizieren mit der Basis durch. Linke Seite wird zu 0,4. Wir bekommen die Ziffer alleine stehend. Die restliche Reihe bleibt auch übrig. Und abrunden ergibt uns die Ziffer. Summe, aufspalten, Ziffer rausziehen, Basis multiplizieren, abrunden, Ergebnis. Restreihe, Ziffer rausziehen, Basis multiplizieren, abrunden, Ergebnis, hier mal eine 1. Okay, kann man also so weitermachen. Machen wir es nochmal hier aufgeschrieben. Das heißt, wir haben jetzt die Ziffer 5 rausgezogen, haben 1,2 auf der linken Seite abgerundet, Ziffer 5 ist 1. Soweit, so gut. Das kann man jetzt eine ganze Weile treiben, bis man irgendwann keine Lust mehr hat. Aber eigentlich mathematisch sinnvoller ist es nicht, die Lust entscheiden zu lassen, sondern zu sehen, wann können wir wirklich entscheiden, dass wir fertig sind. Eine Möglichkeit ist, hier sind nur noch Nullen. Also wenn hier links die Null steht, heißt es, die ganze restliche Summe muss Null sein. Wir sind fertig. Haben also einen endlichen Bruch gefunden. Oder aber, wie hier, haben wir jetzt als Rest, wenn wir diese 1 abziehen, 0,2 noch übrig. So hätte ich vielleicht dazu sagen sollen, diese 1 ziehen wir von dem ab und die 0,6 landet hier drüben. Von dieser 1,2 ziehen wir die 1 ab und die 0,2 bleibt übrig. Diesen Rest, der hier steht, den hatten wir aber schon mal. Der ist nämlich hier oben zu finden. Das heißt, diese 0,2 taucht erneut auf. Wir wissen also, diese 0,2 ist zum einen diese Reihe, diese Darstellung, das was hier oben steht. Sorry, was hier steht. Das ist die 0,2, die hier steht. Und zum anderen ist es aber auch jetzt, was als nächstes stehen würde, nämlich mit z minus 6 in dieser Reihe. Und das bedeutet, die beiden müssen gleich sein. Sprich, die z minus 2 muss z minus 6 sein, z minus 3 muss z minus 7 sein und so weiter und so fort. Wir haben also, dass alle Ziffern, die danach kommen, gleich sein müssen, nur den Abstand 4 im Index haben. Und das bedeutet letztendlich, wir haben eine Periode gefunden in der Darstellung, denn wir wissen jetzt, diese Ziffern, die hier auftauchen, 2, 3, 4, 5, wiederholen sich immer wieder. Also die Ziffern halten dann 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 und so weiter. Das ist Periodizität und wir haben die Ziffer damit umgerechnet. Und algorithmisch
passiert genau das in der Basis, in dem Algorithmus 3.3, der Schritt für Schritt abgearbeitet wird. Zuerst wird der ganzzahlige Anteil abgespaltet. Ja, also wir haben jetzt hier nur noch die Nachkommastellen von Z. Also das ist der zweite Schritt natürlich. Der erste Schritt ist, wir nehmen die Vorkommastellen und stellen sie mit dem Basiswechselalgorithmus dar, den wir schon hatten. R0 ist also der Rest, der dann entsteht noch. Den speichern wir hier rein. Wir nehmen einen Laufindex, den wir K nennen. Der startet hier mal bei 0. Wir werden gleich sehen, warum der hier bei 0 ist. Und das ist einfach zu merken, ob wir eine Periodizität haben. Die setzen wir erstmal auf 0. Das ist eigentlich eine Ja-Nein-Entscheidung. Momentan haben wir noch keine, also 0 wie Nein. Und jetzt wird eine Schleife abgearbeitet. Das ist eine While-Schleife im Programmieren. Solange wir keine Periodizität gefunden haben, denn das wäre ein Grund abzubrechen. Und solange wir auch noch einen Rest haben, der nicht 0 ist, auch das wäre ein Grund abzubrechen. Solange machen wir irgendwas, und zwar diese Punkte, die im Inneren stehen. Zuerst wird der Index k auf 1 um 1 erhöht. Das heißt, wir starten eigentlich bei 1 für k in der Schleife, da wir es am Anfang auf 0 gesetzt haben. Der Rest des Kartenschrittes ist nun b mal der Rest, den wir davor hatten. Ja, Sie erinnern sich, genau das war der erste Schritt, den wir getan haben. Wir haben mit b multipliziert, die linke Seite hat sich um b vergrößert. Und das ist genau das, was hier steht. Das ist also sozusagen der neue Rest, um den es uns geht. Wenn wir den abrunden, bekommen wir also die Vorkommastellen des Restes. Und das ist unsere neue Ziffer, die wir an der Stelle z minus k hinschreiben. Also zuerst z minus 1, dann z minus 2 und so weiter. Also das ist der erste, den wir schreiben. Wenn wir diese haben, reduzieren wir unseren Rest um die gerade gewonnene Ziffer. Das ist der neue Rest für den nächsten Schritt, um weiterzugehen damit. Also das ist die Vorgehensweise, wie wir Schritt für Schritt die Ziffern gewinnen können. Wenn wir uns jetzt nicht weiter darum kümmern um Periodizität, wären das die vier Schritte, die sich immer wiederholen. Und wir würden nur abbrechen, wenn der Rest irgendwann 0 würde. Aber wenn wir Periodizität mit beachten, schauen wir nach, ob wir den Rest, den wir jetzt gerade noch übrig haben, schon einmal hatten. Also ob es diesen Rest RK schon einmal gab an einer Stelle, die wir schon durchgegangen sind. Wenn dem so ist, sagen wir, es gibt eine Periodizität, also Periodizität auf 1 gesetzt, und wir merken uns, wo trat dies schon mal auf. Dieser Rest, das wieder gleich ist. Wenn wir das nicht haben, also wenn dieses nicht gleich ist, wird alles wiederholt. Wenn wir Periodizität haben, brechen wir die Schleife als nächstes ab. Hier steht da ein gleich, jetzt haben wir ein gleich 0, hier steht eine 1, also brechen wir es ab und gehen hier in die Ausgabe. Genau das gleiche würde passieren, wenn der Rest irgendwann 0 ist, auch dann würden wir in die Ausgabe gehen. Okay, was macht die Ausgabe? Die schaut nach, ist der Rest 0, das heißt, haben wir eine abbrechende Darstellung. Wenn dem so ist, geben wir alle Vorkommastellen aus, die wir ganz am Anfang bestimmt haben. Und dann alle Nachkommastellen, die wir bis jetzt bestimmt haben, werden alle ausgegeben. Und das z minus k ist wirklich der letzte, den wir hier bestimmt haben, also es passt genau überein. Rest 0, das ist ein Abbruchkriterium, das andere ist Periodizität gefunden. Das ist also der zweite Fall, wir haben eine Periodizität gefunden. Und in diesem Falle geben wir auch wieder die Vorkommastellen aus, das sind diese hier. Dann alle Ziffern, die bis zu dem Auftreten der Periodizität aufgetreten, da sind. Genauer gesagt, die Periodizität tritt im nächsten Schritt auf. Also hier war der Rest der gleiche, den wir am Ende noch hatten. Und dann werden alle Ziffern, die in der Periode auftauchen, hingeschrieben, Strich drüber. Und das ist genau das, was wir brauchen. Das ist also der Weg, wie wir für eine reelle Zahl von Basis 10 in eine beliebige Basis b umrechnen können. Hier ist der eigentliche Algorithmus, der uns die Ziffern bestimmt. Das hier ist so also eine Art Bookkeeping. Wir müssen schauen, haben wir das schon mal gerechnet? Haben wir die Periode schon mal gefunden? Das klappt ganz gut, solange Sie endlich viele Ziffern hier haben. Wie in dem obigen Beispiel, wo es halt um eine 0,1 ging, also die Nachkommastellen nur eine waren in den Dezimaldarstellungen waren. Wenn Sie hier jetzt mal hier Pi umrechnen müssen, ist das ziemlich aufwendig, was hier steht, zum Beispiel. Also diesen Vergleich und das Merken, das ist ein Punkt, der schwierig wird. Aber das ist im Prinzip der Algorithmus. Ziffern bestimmen hier, schauen, ob wir Periodenlänge gefunden haben und die Ausgabe der Zahl.